Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir sind hier mit neuer Konstellation unterwegs. Wir haben momentan keine Heilerin dabei. Dafür haben wir einen Karlach und einen Will dabei, die beide interessante Charaktere sind. Also zumindest was ihre Story angeht, bin ich momentan Fan. Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht so richtig, wie ich jetzt hier mit der Situation umgehen soll, denn ich habe ja selber gerade fürchterlich aufs Maul bekommen gehabt in dieser letzten Schlacht. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, wie leicht ich down gegangen war gegen diesen einen Typen. Lecker essen. Ich hoffe, dass wir das in der Zukunft nicht mehr allzu oft erleben werden, dass wir so leicht down gehen. Gott, wie viel hier überall rumliegt, ey. Abgetrennte Körperteile am laufenden Band. Was ist denn das? Ein Höhlenloch. Habe ich nicht irgendjemanden, der... Ich habe, glaube ich, niemanden, der irgendwie verkleinern kann, ne? Mann, ich habe immer noch nichts, um mich zu verkleinern. Das nervt mich total. Also ich habe, glaube ich, gar nichts, womit ich mich verkleinern kann. Also gut, ich markiere das jetzt hier auch mal auf... Ah! Okay, das ist sogar hier verifiziert. Dieses Höhlenloch. I'm way too big. Boah, da muss ich mir was einfallen lassen. Also es gibt einiges, was man sich hier noch anschauen kann. Very well. So, jetzt auf jeden Fall haben wir jetzt diesen Teil jetzt hier erledigt. Finden die verschollene Lieferung. Da ist nochmal ein Schnellreisepunkt, das ist gut. Ja, und hier kommen wir irgendwie nicht so richtig weiter. Accident or sabotage. Something over there. Oh! Okay. Wie man diesen riesigen Haufen übersehen konnte, ist mir ein Rätsel. Okay, wir haben auf jeden Fall diese Truhe jetzt hier am Start. Gut, gut, gut. Nochmal eine Kleinigkeit jetzt hier geludet. Was führt denn das hin? Ach, das führt jetzt hier wieder runter. This calls for careful footwork. Hier ist niemand, der uns gerade eben sehen kann. Das ist gut. How much farther can I go? Aber das da hinten könnte nochmal interessant werden. On my way. Da ist auch niemand, wie mir scheint. Wenn das Spiel speichert, ist es selten eine gute Sache. Würziger Walknochen. Was? Walknochen? Feuerweinfass. Moment, wir gehen mal auf die andere Seite. Dann... Ne, wir gehen sogar noch weiter raus. Kann man da drüber springen? Ich will mal gerade eben vorsichtshalber nur mit ihm mal gucken. So, kann man da drüber springen? Weg ist unterbrochen. Okay, weil das ist nämlich genau das, was ich testen wollte, ob das hier geht. Also vielleicht kann ich das ja hiermit sprengen. Ich meine wirklich sprengen. Ja, das scheint geklappt zu haben. Jetzt müssen wir bloß kurz warten, bis das hier... Nee, wir müssen nicht warten. Ich habe doch sicherlich Wasser dabei. Genau, ich habe Wasser dabei. Schütt da mal Wasser drauf. So, sehr gut. Never a dull moment. Da ist immer noch Feuer. Verdammt. Da ist immer noch Feuer. Wie lange brennt denn das hier? Dann werfen wir halt nochmal ein Wasser. So. Jetzt sollte das aber aus sein. Okay, es ist aus genug, so wie es aussieht. Oh. My hand slipped. Alle mal stehen bleiben. If this isn't important. This was a lucky one. Ich darf bloß keine Einswürfe, ne? Okay, du schleichst es mal voraus. Be careful. Boah, da ist ja nochmal einer.
Ja, selbe Schwierigkeit. Er gibt sich aber auch gerade beim Würfeln echt nicht viel Mühe. Sagen wir, wie es ist. Da kommt bestimmt nochmal eins, oder? Sag mal. Wow. Ach Gott, der wäre losgetreten worden. Ach du Kacke. Karlach wurde inspiriert. Da oben sind Typen. Okay. Da hat es nochmal eine Kiste, aber dieser Punkt ist nicht erreichbar. Komm mal zurück, mein Lieber. Sag mal, Karlach, kannst du dieses Ding hier angreifen? Das kann man angreifen. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Okay. Nett. Das ist nett. Irgendwo wäre noch Balsam, aber nicht bei uns. Also gut, warte mal. Maybe I should stay crouched forever. Ja, das wäre ganz gut. Maybe I should stay crouched forever. Sehr schön. Für alle Zeiten schleichen. Das wäre sein Traum. Das glaube ich ihm sofort. So, wir machen mal heile Segen jetzt hier an der Stelle. Geh mal vor. Jetzt schleichen wir hier mal rüber. Boah, Karlach kann bestimmt scheißweit springen, ey, ich sag's euch. Hallo Leute, kommt ihr vielleicht mal? Sekunde, bitte mal runden. Basierter Modus. Damit wir mal alle hier drüben sind. Eyes open, mouth shut. Gut. Waiting with bated breath. Dann können wir den rundenbasierten Modus theoretisch wieder ausmachen. Das, ich glaube, da läuft ein Kampf oder sowas in der Art und Weise. Ja, ja, die kämpfen da. Hör mal auf zu schleichen, Leute. Who the hell's? Get over here and help! Was macht ihr? If we don't deal with them gnolls, none of us are getting out of here alive. Einer von uns kommt hier reicher raus. Ich kämpfe nicht umsonst. Was? Es gibt einen anderen Ausweg. Folgt mir. Across the chasm. You might have got in that way, but you're stuck with us now. Wieso? Ja gut, dann mache ich mich mal kampfbereit. Aye, that we can do. The fire won't hold them forever, though. Be quick about it. When the fighting starts, we'll be right alongside you. Okay. Also wieder Rundenmodus. On the hunt. Stay low. Ich guck mal, ob wir da hochkommen. Wow, sie haben ihn instant gesehen. Das Feuer hat aber nicht lang gehalten, wenn ihr mich fragt. Ja, gut, also. Der hat 110 HP! Wieso? Also gut. Okay, ich mache jetzt erstmal hier geduldige Verteidigung. Ich muss auch mal defensiv denken. Okay, das funktioniert hier immerhin schon mal. Das machen die ganz gut. Ja, nee, ist klar. Noch mehr Explosionskacke, auf die ich keinen Bock hab. Warum haben die eigentlich alle immer magische Pfeile? So, geh mal dahin. Dann kannst du hoffentlich dich jetzt mal... Genau, das wollte ich machen.
Der hat nicht so viele Lebenspunkte. Wisst ihr, wenn ich schon mal was ausschalten kann, schalte ich schon mal was aus. Gott, sind es viele. Sind mehr als gedacht. Viel mehr als gedacht. Mhm. Was macht der? Ich weiß es nicht. Es hat einfach nur so rausgezoomt. Ey, wie sie halt alle jetzt hier auf Will losgehen, ne? Warum ist unsere Initiative auch so scheiße? Was? Seelenlos? Ich habe keine Ahnung, wer von uns jetzt warum seelenlos sein soll. Also, Will, mein Freund. Was kannst du denn machen? Schauriger Strahl. Armee von Hardar verhindert, dass Ziele Reaktionen ausführen können. Bewirkt zusätzlichen extra nekrotischen Schaden pro Grad. Ach, das ist um ihn herum. Okay. Dolchwolke. Ich mache jetzt mal hier eine Dolchwolke hin. Wenn die hier durchrennen, dann müssen sie damit leben. So, jetzt springst du mal aus dieser Scheiße da raus. Das muss ja nicht, wenn ihr mich fragt. So, der ist schon ziemlich angeschlagen. Oh, sei bitte so dumm. Ah, ist nicht ganz so dumm. Ah, wir haben einiges von dem Zeug hier am Start. Das muss man ihnen lassen. Wie es brennt. Ja, also, Karlach, dir sollte das ja eigentlich relativ egal sein. Glaube ich, meine ich. Raserei, go! Ja, jetzt ist hier ein bisschen pisst. 75, komm, ich greife mal normal an. Ja, das war schon mal okay. Mhm. Nur 55% Trefferchance ist nicht viel, wenn ihr mich fragt. Jetzt kann ich auch noch Dunkelheit machen, dass die Fernkämpfer hier nicht so viel Spaß haben. Dass ich einfach jetzt da hinten eine Zone der Dunkelheit setze. Dann sind die da hinten alle blind. Das kommt noch dazu. Okay. Dann müssen sie nämlich in die Dolchwolke rein. Warum rennst du in die Dolchwolke, Mann? Was soll denn die Kacke? Ist doch überhaupt gar kein Grund dafür da. Okay, einer davon ist gestorben. Das ist gut. Ready or not? Ready or not? Sag mal, wer hat ihn denn gerade gesehen, bitte? Hast du verhindert, dass er schleicht? Es wirkt fast so. Okay, die fallen hier gerade eben alle wunderbar auseinander. Der hat's hinter sich, der Rugan. Dolchwolke macht Dolchwolkenzeug. Okay. Was kannst du jetzt hier noch machen? Also die Dolchwolke läuft ja schon, die ist auf Konzentration. Wir könnten jetzt hier hingehen und mal versuchen, brennende Hände zu machen. Making a move. Halte ich für eine gute Idee. Yo, das hat nochmal zwei gefällt. Die gehen gerade schneller drauf, als ich gedacht habe. Wie heißt der Typ? Olli, oder? Okay, Karlach, dann mach mal den da fertig. Wie wäre es, einen rücksichtslosen Angriff zu fahren? Sehr gut. Wir könnten jetzt noch einen rasenden Hieb setzen. Das beendet ihn ein bisschen. So, dala. Ich bin überrascht, wie gut wir diesen Kampf...
Also ich finde diese Extra-Schadensdinger manchmal schon ein bisschen übertrieben, wenn ihr mich fragt, wie wir sie gerade eben erlebt haben. Kaltes Last Thunder. Komm, ich probier's. Super, Fehlschlag. Großartig. Schauriger Strahl. Pakt der Klinge. Das hat eine Aktion. Das ist halt doof. Mal Klingenbann an ihn ran. Dann mache ich noch einen Schwung gegen ihn hier. Okay. Ja, Karlach, du machst jetzt hier nochmal einen rücksichtslosen Angriff auf ihn. Sehr gut, und dann machen wir nochmal einen rasenden Hieb. Der hat's gleich hinter sich. Der versucht sie zurückzuziehen. Oh! Der hat eine Hyäne gefressen, um sich zu heilen, der Mistkerl. Oh, da ist immer ein Move. Wie kann der ihn vom Winkel her hier sehen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, liebes Spiel. Das ergibt keinen Sinn. Egal. Versuchen wir mal unser Glück. Das war auch wieder ein doppelter Treffer an Schaden. 45%. Ja, ich versuche es lieber erstmal zu kämpfen, ne? Mal gucken, ob ich es schaffe. Ihn schubsen. Zu schwer, um geschubst zu werden. Schön, dass du noch patzt jetzt hier so am Ende des Kampfes. Also, Carla, komm, du machst Damage. Na also. Jetzt muss ich bloß irgendwie gucken, wie ich mich aufstelle. Hallo. Ich kann mich nicht anwählen. Keep your distance, darling. Da sind wir. Okay. Ich gehe leider ein bisschen off down, das nervt mich gerade eben ein bisschen. Never seen a Noel up close till today. Hope I never do again. Shouldn't have left home. I'd rather die penniless and peaceful than be torn to bits chasing riches. Kann man so sehen. Old bastard thought he'd live forever. Tja, Rogan, das war's für dich, ne? Das war's für dich. Ey, ich kann schon wieder direkt eine kurze Rast machen, wisst ihr das? Es nimmt gerade ein bisschen überhand, wie ich finde. Jetzt nochmal ein Hyänenohr. Jetzt heißt es erstmal wieder hier fröhlich looten. Gnoll Fangzahn von was? Ach, das ist ein... Ah, ja, ja, okay. Das sind einfach die Arten. Find. Ach, das ist der Besondere. Der hat einen besonderen Flegel. Und der hat der war auch ein Entführter. Okay, interessant. Interessant, interessant. Da unten hat sie nochmal anderes Zeug. Heiltrank und was weiß ich was. Ein Beutel. Ja, ihr braucht, glaube ich, euer Zeug nicht mehr. Getrocknete Wurstring. Alchemistenfeuer hatten die hier noch am Start. Ich sollte sowas, glaube ich, auch insgesamt mal mehr benutzen. Aber ich sag mal, die Möglichkeiten, sowas einzusetzen, sind natürlich auch beschränkt. A crooked touch. Das schaffen wir so leider nicht. Dann müssen wir nochmal würfeln. Komm schon. Na also. Weiter. You don't crowd the chest like that to hold trinkets. Then there's be some bloody chest. Whatever's inside is probably cursed. What are we waiting for? Let's crack it open and see. Eine leuchtende Flasche. Also er sagt, ich soll's nehmen. Sehr gerne. Never seen a Noel up close. Okay, das ist alles, was er sagt. Leider ist der andere tot. Don't waste a step. Was wahrscheinlich verhindert, dass wir jetzt. Oh. Gott, hier ist überall Blut am Boden. Eingeweide. Gott, wie hoch geht's denn hier noch?
Tja, da hat jemand eine Kerze gehabt, aber das hat ihm wohl nicht geholfen. I'll take that. Noch mehr Balsam. Also, mein Problem ist tatsächlich, dass es mir schwerfällt, mich selber zu schützen, obwohl ich jetzt schon eine Rüstungsklasse von 18 habe. Man mache sich das mal klar. Also, ich habe eine Rüstungsklasse von 18. Ich habe mich jetzt übrigens auch dazu entschieden, ich werde diese Gedankenschinder-Sachen verzehren. Wir werden sie benutzen, Leute. It refuses both to leave or to allow itself to be used as you desire. Oh, er möchte das nicht. Ja, dann machen wir es nicht. Ja, wenn er nicht will, dann will ich auch nicht. Interessant, okay. Wir haben nochmal ein Färbemittel bekommen. Das ist übrigens immer noch dieser dunkle Amethyst, den ich, glaube ich, mit diesem Buch noch verbinden wollte. Aber alles zu seiner Zeit. Oh, warte mal, ich habe völlig vergessen, dass ich Karlach, glaube ich, diesen Helm aufziehen wollte. Ja, jetzt trägt sie ja diesen Helm. Aber das ist ja okay. Sie kann, glaube ich, auch Rüstung tragen, ne? Polsterte Rüstung. Aber ich habe leider nicht mehr als diese Lederrüstung mit Rüstungsklasse 11. Was ist, wenn ich ihr das anziehe? Okay, dann sieht sie plötzlich sehr anders aus. Tatsächlich finde ich, das sieht sehr viel cooler an ihr aus. Deswegen lassen wir das jetzt ja auch mal gerade eben so. Aber was ist das für ein Flegel, den ich da jetzt bekommen habe? Zertrümmerter Flegel. Jinogus Geschenk. Trifft er mit dieser Waffe einen Gegner, so wird der Anwender um 1-6 Trefferpunkte geheilt. Kann jedoch wahnsinnig werden, wenn er nicht wahnsinnig in jedem Zug, wenn er weiterhin in jedem Zug einen Feind trifft. Wenn er nicht in jedem Zug einen Feind trifft. Waffenverzauberung plus 2. Kann verzehrt werden. Ist das nicht eine Waffe für dich? 7-12 Schaden. 0-11? Warum ist diese Axt so scheiße? Sie müsste ja eigentlich diese Art von Waffe auch benutzen können, ne? Ich guck mal gerade eben. Kriegswaffen, ja, sie hat eine ganze Menge. Ja, Flegel, sie kann eine ganze Menge benutzen. Die Frau kann eine ganze Menge Waffen benutzen. Sie kann sogar noch eine Offhand theoretisch benutzen, wenn wir das wollten. Theoretisch könnte man ihr auch ein Großschwert geben, aber ich finde das interessant. Aber das mit dem Wahnsinn, weiß ich nicht. Ich möchte mal, was bedeutet wahnsinnig? Feindlich gegenüber allen in der Nähe. Ja, das ist eventuell ein Problem. Definieren wir das als Problem. Dann gebe ich dir doch lieber nochmal normales, mundanes Großschwert. If you ask me. Ich meine, wir wollen sie nicht sauer erleben. Ganz im Ernst. Also nicht sauer auf uns. Don't mind if I do. What path lies before me? Naja, dieser Pfad hier liegt vor. Oder warte mal. Ich erinnere mich, dass da drin ja noch mehr war. Genau, hier liegt ja auch noch was rum. Seht ihr, da liegt noch mehr rum. That symbol in the blood. What does it mean? Oh. Da haben wir was entdeckt. Da ist noch ein Speer. Tja, wir wissen nicht, es ist eine blutrote Hand. Rasche Antwort. Was ist das? Ein Krummsäbel. Flinker Angriff. Wenn der Anwender einen Gegner mit dieser Waffe trifft, erhält er 2 Züge lang Wucht. Und jede Menge Essen. Kannst du diese Waffe benutzen? Weil du hast ja 3-8. Nee, okay. Der macht 5-12 mit diesem Teil. Das ist ja heftig. Und was kann das Ding ja besonders? Achso, das mit der Wucht. What's the story? Oh yeah. Interessant. Can't give up now. Can't slow down. Da konnte man ja noch hoch und nach hinten. What's inside? So, genau. Ihr seht, was ich meine. Da gab es nämlich noch Dinge zu finden. Wir haben eine schwere Armbrust. Ein Jutesack. Ihr geht ein verfaulter Fisch.
Den hätte ich riechen müssen, bevor ich ihn gesehen habe. Nettes Lager habt ihr hier gehabt. Die Frage ist, wessen Lager das war. War das das Knolllager? Offene Ketzerei. Moment. Nur wenige erkennen Shah als Göttin der Schöpfung oder Selune als Göttin der Zerstörung an. Doch beides stimmt. Geboren im urzeitlichen Auf und Ab der Zeit haben sie gemeinsam Abir Toril erschaffen und Chaunthea, die Mutter des Lebens, begann zu existieren. Licht und Dunkelheit befanden sich im perfekten Gleichgewicht, von Shah geliebt, von Selune erleuchtet. Doch ihre Schöpfungen waren kalt und distanziert und Chaunthea betete um Wärme. Diese einfache Bitte entzweite die Schwestern, trieb sie in einen Konflikt. Doch es war Selune, die Abir Toril das wahre Feuer aufzwängte, indem sie die Sonne entfachte. Wie konnte Shah durch diesen Verrat nicht verletzt sein, gezwungen einen Krieg nicht nur gegen das Licht der Sonne, sondern auch gegen das Licht des Mondes zu führen? Die Göttinnen zerrissen sich gegenseitig und bildeten dadurch neue Götter und neue Konflikte. Alles nur um ein wenig Wärme willen. Daraus lässt sich lernen, es ist nahe Teil selbstsüchtig, die eigene Behaglichkeit über das Schicksal aller Existenz zu stellen. All jene, die dies begreifen, wird die Herren des Verlustes immer Gehör schenken. Okay, wir heben das mal auf. Das zeigen wir mal einer gewissen Jean-Anhängerin. Wäre jetzt hier so mein Gedanke. Mal gucken, was sie dazu sagt. Da ist nochmal eine Holztruhe da hinten. Aha. Eine Falle. Dann. Well, hello. Well, hello. Ja, dann springen wir hier rüber, mein Bester. Entschärfen. Bitte. Der Typ ist aber so krass gut, ey. Hier ist nichts. Nothing. Da direkt eine Trittfalle, direkt davor, ne? Voll gemein. Mhm. Ne. Boah. Griff der Vernunft. Stete Wachsamkeit. Wenn der Träger seinen Kampfrausch beendet, erhält er 15 temporäre Trefferpunkte. Auf dem Ding steht der Name Karlach. Ich sag's euch. Auf dem Ding steht so dermaßen der Name Karlach, wie er nur draufstehen kann. Das ist so eindeutig. Was zu tun? Swift as my feet can carry me. Oh Gott, was ist da drüben noch? Ich glaube, da kann nur Karlach rüberspringen. Ich probier's mal. Damn, it's good to be alive. Weil ich glaube, Karlach kann sehr weit springen. Ja, Karlach kann sehr weit springen. Yeah. Kannst du das einfach zertrümmern, meine Liebe? Ja, kann sie. Einfach mitnehmen. Wie die redet, wie geil. Ja, das nehmen wir nicht mit. Das wollen wir nicht. Jetzt hätten wir nochmal Licht anmachen können. Warum machen die hier nie Licht an, die Leute? Man weiß es nicht. Nice. Alright. What now? Ja, was nun? Ich würde aber mal sagen, wir gehen hier wieder runter. Dupp-di-dupp-di-dupp. Kletter, kletter, kletter. Ich hätte halt echt gerne noch gewusst, ob der Rugan uns noch was zu sagen hat, aber Tote sprechen nicht so viel. Deswegen gehen wir es auch mal weiter. Noch mehr Dolchwurz. Balsam. Irgendwas höre ich da rechts. Ich weiß nicht, was es ist. Herbstkrokus. Da war doch gerade noch mehr Balsam. Da. Moment. Time to press ahead. Das ist eine Anhöhe. Das könnte man mal für sich nutzen. Ich habe mal spurloses Gehen auf uns gewirkt. Aus Gründen. Should mind my step.
Aber da ist nichts. Never wanted the easy path. Wonder if the gods are watching me. Die Geräusche teilweise, ich sag's euch. Da ist ja nochmal ein Gnolljäger. Wir hatten den getötet. Ach, den haben wir beim letzten Mal, glaube ich, übersehen. Ich erinnere mich. Ja, ich habe da an der Stelle den Gnoll getötet. Ist aber schon eine Weile her. Okay, okay, okay. Breathe quiet. Move with care. Okay, hier ist sonst wieder niemand. Dann gehen wir jetzt hier wieder runter. Alles schön absuchen, Leute. Alles absuchen. Wow. Fressalien, das knallt. Habe ich diese Fressalien mir schon geholt? Oh, ich bin überladen. Also manche habe ich mir geholt. Also gut. Wir werden jetzt gleich mal Alchemie machen müssen. Aber dann unseren Reiserucksack müssen wir uns natürlich jetzt auch nochmal etwas näher anschauen. Das sind alles Sachen, die in das Lager gesendet werden. Dann machen wir mal Alchemie. Hier gibt es wieder 14 Sachen, die wir auseinander basteln können. Wir können diverseste Tränke herstellen. Trankmächtige Heilung kann ich immerhin mal 2 machen. Sehr gut. Trank der Geschwindigkeit. Ganz im Ernst, ich habe die in letzter Zeit nicht mehr so wirklich benutzt, aber eigentlich bin ich ein Fan. Ich kann 3 normale Heiltränke noch herstellen. Federfall, Trank des glorreichen Sprungs. Beliebige Asche. Elixiere des Resistenz gegen Feuer. Blutdurst. Ich weiß nicht, was das Ding tut. Grenzenloser Fokus ist gut für Magier, die was aufrechterhalten. Ansonsten haben wir nicht so viel. Ganz im Ernst, Heiltränke sind es. Trank der Geschwindigkeit. Ich könnte 10 Tränke der Geschwindigkeit machen, aber ich sehe es nicht ein. Das sind irgendwie ein bisschen zu viele. Für meinen Geschmack. Und wir haben noch so viel Zeug. Oh, warte mal, Schuppenpanzer. Kannst du einen Schuppenpanzer tragen? Ich guck mal, ob sie das kann. Wir müssen hier wieder Sachen ordnen. Erstmal noch Typ. Dann. Alles, was... Also, wie gesagt. Liebe Karlach, du bist jetzt halt einfach mein Packesel, ne? Einer muss es sein. Hyänenohr. Warum wurde das Ding nicht zerlegt? Extrakt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, Schwert der Gerechtigkeit gebe ich dir noch. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Hut machen soll. Den trage ich seit Ewigkeit mit mir rum. Diesen Dolch gebe ich ihr gerade eben nochmal. All diese Waffen hier gebe ich ihr mal, weil die wiegen ja ganz schön was. Nochmal ein weiterer Helm. Ich gebe jetzt hier nochmal diese ganzen Schlösser-Dinger da. Was haben wir das da noch? Basiliskenöl haben wir hier noch. Sonst haben wir noch hauptsächlich noch Quest-Sachen. Das will ich mal gerade immer gucken. Also das ist ja wie gesagt das Schwert der Gerechtigkeit. Macht bei ihr 7 bis 17 Schaden. Ach, wie geil! Natürlich, das hatte ich völlig übersehen. Bezauberung des ersten Grades. Türschutz. Was macht Türschutz? Schütze eine Kreatur vor Angriffen. Erhöhe ihre Rüstungsklasse um 2. Bis zur nächsten langen Rast. Kann ich das mit ihr jetzt auf mich machen? Frage ich mich gerade eben. No one back home will ever believe this. Also ich habe ja normalerweise 18. Yo, das ist voll gut. Okay, das ist super gut. Rüstungsklasse. Jetzt hat sie immerhin eine Rüstungsklasse von 15. Ich glaube, mittlere Rüstung kann sie auch, glaube ich, tragen. Rüstungen. Mittlere Rüstungen, ja. Und Schilde kann sie auch tragen. Aber das macht keinen Sinn, aber ja.
Jetzt sieht die Frau ganz schön bullig aus, dadurch, was wir jetzt hier angezogen haben. Das ist doch schon mal was. Gott, wie viel die tragen kann, das ist ja heftig. Also mit einer Rüstungsklasse von 20 fühle ich mich jetzt schon mal deutlich wohler. Als zuvor. Da kommt noch mehr Gesöff, ey. Ich glaube, hier ist ein Weinhändler überfallen worden. Lektionen zum Leben mit Vernunft. Here goes nothing. Tja, das hat uns jetzt nicht weitergeholfen. What path lies before me? Hier ist niemand. Was ist das? Ah, okay. Ja, ich erinnere mich. Lass uns erstmal hier kurz mal gucken. Smoke. Something's burning. Ja, in Vaukins Ruhe brennt es. Holy shit. Da ist jemand tot und gebetet. He of the unsleeping eyes. Grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. Hm. Er war wohl nicht für die flammende Faust gemacht, könnte man sagen. Only a coward would speak ill of the fallen. Would that the arrow had pierced your heart instead. Ich sag nicht, ich habe nicht schlecht über ihn gesprochen. Er hatte sicherlich andere Qualitäten. Aber was bei den neuen Höllen ist hier los? A massacre. Drow and goblins slaughtered the lot. Please, just leave me be. Okay. Drows darf ich anscheinend plündern. Ja. Let's have a look. I hear shouting. Someone needs help. Ich guck mal, was ich hier plündern darf. Die Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen. Wobei es wäre smarter, wenn ich es direkt mit Karlach mache. Mhm. Die Söldner darf ich nicht plündern. Noch ein Rote Goblin. Can't you see the inn is burning? Help or get out of the way. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich versuche mal zu helfen, ne? Great God, keep pushing! Duke Ravengard could be inside. On count of three. One, two. Ravengard? He's here. Yes, now make yourself useful. Push, damn it, push! Okay, ja, starke Einspringen und helfen. Ach, ich... Elixier der Riesenstärke. Komm, ich versuch's. Das hält wie lange? Egal, jetzt haben wir es auf jeden Fall am Start. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jedes Mal, wenn ich was Einmaliges nehme, passiert so eine Scheiße. Okay, also ich... Würfel nochmal, Entschuldigung. Ich hätte noch Karlach ausgewählt gehabt. Inside, hurry, we don't have much time. Das war Absicht. Ja, ich habe sogar noch Karlach ausgewählt und trotzdem muss ich das machen. Das ist wild. Hey, cool, Kartoffelbrei. Schnell nach oben, schnell nach oben. Irgendwas ist oben. Okay, wir schlagen diese Tür ein hier. Well, well. Look what we have here. Come. I'm afraid proper thanks must wait. Ist okay, dann erstmal wieder raus, so wie es aussieht, und dann können wir uns ja nachher noch umsehen. Oder warte mal, hä, was ist da los? What's it going to take? Das ist auch eine eingefallene Tür.
Wait, what? Was war das gerade? Wir müssen schnell dem hier helfen. Fire! Hurry! Get this thing off me! Ja, ja, machen wir, machen wir. Berserkerstarke packen wegschleudern. Boah, da wäre halt schon mal wieder eine 1 bei gewesen, ne? Yes! Die Frau ist stark, ey. You did it! Thank you. Now, how the hell do we get out of here? Die Tür ist da drüben. Smoke, I can't see a damn thing. Dann folge mir. Kommt mit, folgt mir. Right, I'll try to keep up. Dann, warum liegt der noch? Warum liegt der hier noch? Hallo? Find a way out. Wir haben doch einen Ausweg. Ach so, wir sind jetzt im Rundenmodus. Ja. Still alive. So that's progress. Ja, 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 okay. Mal gucken, in welche Richtung geht. Also ich habe auf jeden Fall jetzt mal beides gemacht. Er hat jetzt mehrere Auswege zur Auswahl. On my way. Das Spiel ist automatisch in den Rundenmodus gegangen, weil das Feuer sich jetzt hier halt gnadenlos ausbreitet. Seht ihr, was ich meine? Okay, warte mal, wir machen es anders. Wir werden jetzt hier sporten. Und zwar in diese Richtung. Wir gehen in die Richtung. La, la, la. Gott, ist die gut gelaunt. Ja, ich muss ihn steuern. Okay, dann ist alles gut. Dann habe ich ihn jetzt gerettet. Das war wichtig. Wer ist jetzt dran? Keep a blade close. Dann rennen wir jetzt halt mit denen hier runter. Und wir gehen ja auch runter. Okay, wir haben Inspiration erhalten, das ist auch schon mal ganz nice. Ein bisschen Schaden hat doch keinem geschadet. Erst recht, wenn es hier radikal brennt. Lauft. Soldier. Dahin, nicht looten. Ich habe nicht mal gesehen, dass da jemand liegt. Okay, ich mache jetzt hier mal diesen Windsportschritt. Um jetzt aber mal richtig weit zu springen. Yay! Benutze ich ehrlich gesagt viel zu selten. Light on my feet. Wenn ihr mich fragt. Guck mal, wie weit ich hier komme. Fresh air. At last. Your boldness is a blessing. I'm in your debt. Counselor, are you all right? It takes more than mere fire to break me, Yuva. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the Manip and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. And you, I must ask again for your aid. Please, rescue Ravengard from his drow captors. The council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through? Ja, also Ravengard ist ein Champion für die Leute in Baldur's Tor.
Und ich bin dem Schnösel aus der Oberstadt keine Treue schuldig. Warum gerade mir vertrauen? Ihr habt andere unter eurem Befehl. Das stimmt wohl, ja. Also ich meine, ich bin überhaupt nicht denen verpflichtet. Ich bin ein Mönch. Warum mir? By the time aid arrives, it might be too late. You've the heart of a dragon and the will of a hero. Tell me, I can count on you. Ja, meinetwegen. Thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Go. You should pick up the Drow Trail with ease. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist, to work. To work. Oh! Oh! Okay. Spitze stellen. Ich bekomme jetzt eine Belohnung. Schockschießer oder ein Zauberfunkler. Wir haben erfahren, dass die Großherzogin von Drow gefangen genommen wurde. Du erhältst elektrifizierte Venen. Wenn dein Anwender Schaden mit einem Zauber oder Zaubertrick bewirkt, erhält er 2 Blitzladungen. Oder Bogen, Schockschießer, elektrisches Blut. Wenn der Träger Schaden mit dieser Waffe bewirkt, erhält er 2 Blitzladungen. Spitze stellen, elektrifiziertes Blut. Wenn der Träger Schaden mit dieser Waffe bewirkt, erhält er 2 Blitzladungen. Okay, das ist ja alles ganz schön und gut, aber... ich bin ungeübt mit diesen Waffen. Trust no one. Astarion kann auf jeden Fall den Bogen benutzen. Das ist ein Langbogen. Also Astarion kann diesen Bogen benutzen, deswegen nehme ich diesen Bogen. Würde ich mal sagen. Ja, er nimmt diesen Bogen. Okay. Aber ich war noch nicht fertig mit dem Rauslaufen, ne? No one stopped me yet. These boots have seen everything. Ich bin halt von da hinten in einer Runde durchgelaufen. Man mache sich das mal klar. Okay, Leute, rundenbasierter Modus beenden, kommen alle hierher. Kommt mal alle hierher. Dann kann ich jetzt hier mit Will reden. Der will noch mit mir reden. Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest. Then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells. Older Ravengard's been taken. Ja, das habe ich jetzt auch mitbekommen. Das Gasthaus wurde abgebrannt und der Herzog ist entführt. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. Oh! I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. Okay, ich wollte gerade schon fragen, er redet so, als ob er ihn kennen würde, habe ich aber schon geklickt gehabt. Ja, dann ist die Entscheidung klar, dann werden wir ihn retten. Thank you. That means a lot. But I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Oberanzen would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Solche Sachen sollte sie mir besser nicht verheimlichen. I know. And you're right. When I look into a mirror, I see 2 faces. I see the Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And I see Will Ravengard, a memory of a memory, a man who belongs to the past. I wanted you to know the blade, not the shadow he left behind. Okay, dann reden wir mal über was anderes. I'm all for it.
Wie war es, der Sohn des Großherzogs zu sein? Not so enchanting as you'd think. The Poitiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist. Brave as Balderin, stubborn as a deep rothe. Daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and the talent for courtly dance. Ja, okay, höfische Tänze, das würde ich nur zu gerne sehen, meine Güte. It's been a badger's age since I've twinkled my toes. A drunk ogre could put on a better show. Ihr tanzt wie ein betrunkener Ogre, das klingt fantastisch. Da bin ich dabei, das kann ich auch. Well, give it some time. Develop a bond and maybe I'll show you a move or two. I promise, clumsy oaf is well within my repertoire. Okay, jetzt mag ich ihn sogar noch umso mehr. Okay, das ist super. Ja, und wie seid ihr eigentlich jetzt hier die Klinge der Grenzen geworden, wo wir ohnehin gerade reden? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. After my exile, I was hunting near the Cloakwood. I heard a child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Krass. Und was ist aus dem Jungen geworden? I left him with his uncles. 5 years on and he's flourishing. If only every child was so lucky. I mourn the ones I could never save, whose cries I never heard. In the boy's tears, I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. Du bist also der Superheld dieser Gegend, krass. Na gut, dabei habt ihr wohl auch euer Auge verloren, oder? Beim Kampf mit dem Goblins? It was an even bloodier day, and a stronger foe. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. Ah, but that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter. In diesem Falle heißt es leider, dass die Folge vorbei ist. Wir werden hier das alles hier natürlich nochmal beim nächsten Mal näher durchsuchen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.